Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit großer Freude darf ich Sie heute nahe am 330-jährigen Ankunftstag der ersten drei Elisabethinenschwestern im Jahr 1690 hier im Festsaal des Klosters begrüßen. Ich freue mich, dass Sie in einer mit Abstand sehr guten und interdisziplinären Runde erschienen sind und darf zu Beginn ganz herzlich grüßen Frau Landeshauptmann außer Dienst Waltraud Glasnik, die auch Präsidentin und Vorsitzende des Aufsichtsrats der Elisabethinen ist. Herzlich willkommen. Danke, dass Sie heute bei uns sind. Zum Zweiten darf ich ganz herzlich grüßen unsere Kooperationspartnerin Eva Mircic, Institutsleitung Gesundheits- und Krankenpflege der FH Joanneum. Herzlich willkommen. Wie Sie vielleicht wissen, die heilige Elisabeth war Pflegerin. Das heißt, die Pflege ist natürlich für uns ganz besonders wichtig. Deswegen freue ich mich ganz besonders, heute die stellvertretende Pflegedienstleiterin, Frau Luise Oberhammer, begrüßen zu dürfen. Eine ganz besondere Freude ist es für mich, dass unsere Generaloberin Mutter Bonaventura für diesen heutigen Anlass uns auch eine Grußbotschaft zur Verfügung gestellt hat, die ich Ihnen nunmehr präsentieren darf. Ein herzliches Grüß Gott und willkommen hier im großen Refektorium unseres Klosters. Ich freue mich und ich danke, dass Sie unsere Einladung zu diesem Pflegesymposium, das als Kooperation der Fachhochschule Joanneum und der Elisabethinen veranstaltet wird, angenommen haben. Am Beginn des Engagements der Elisabethinen steht die Pflege. Unsere Ordenspatronin, die heilige Elisabeth von Thüringen, war eine Frau von tiefem Glauben, von großer Nächstenliebe und zupackender Tatkraft. Vielleicht war sie ihrer Zeit weit voraus. 1228 gründete sie als junge Mutter und Witwe ein Spital in Marburg an der Lahn für die Betreuung notleidender Menschen. Sie legte selber Hand an und setzte sich persönlich bis zum Äußersten ein, wie es in unserer Klostergeschichte von Generalvikar Dr. Erich Linhardt auf Seite 24 heißt. Dieses persönliche Engagement für die uns anvertrauten Menschen leitet uns Ordensschwestern und unsere rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, besonders auch heute, und ist ein ermutigender Leitstern für eine gelingende Zukunft. In diesem Jahr jährt sich am 19. Oktober die Ankunft der Elisabethinen in Graz zum 330. Mal. Wenn Sie sich in diesem Raum umblicken, können Sie etwas von unserer lebendigen und wechselvollen Geschichte sehen. Seit 1690 arbeiten wir so empathisch und multiprofessionell für die Hoffnungen und Nöte unserer Patienten und übernehmen als verlässlicher Partner im steirischen Gesundheitswesen gerne Aufgaben, die durch die Bedürfnisse der Zeit notwendig geworden sind. In den kommenden Jahren gestalten wir daher im Rahmen der Spitalskooperation Ordenskrankenhaus Graz Mitte mit den Barmherzigen Brüdern einen Schwerpunkt in der Altersmedizin, zu dem vor allem die Alterspsychiatrie, das Wohnen im Alter, die Akutgeriatrie und Remobilisation sowie die Palliativ- und Hospizbetreuung gehören. Um unser Haus dabei immer mehr zu einem guten Ort für unsere Patienten sowie unsere Mitarbeitenden zu machen,
fördern wir eine Haltung der Offenheit des Lernens, der Begegnung und des Wissenstransfers. Wir wollen allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sinnvolle Aufgaben zuteilen, ihre berufliche Weiterentwicklung fördern, sie in ihrem Engagement und ihrer Eigenverantwortung ermutigen und ihnen an ihrem Arbeitsplatz einen guten Lebensraum bieten, so wie es im Leitbild unseres Krankenhauses heißt. Dazu zählen für uns auch nachhaltige Kooperationen und berufsgruppenübergreifende Netzwerke, die ein gemeinsames Nachdenken über Humanität und Qualität im Gesundheitswesen fördern und so zum Wohlbefinden der uns anvertrauten Menschen beitragen. Herzlich danke ich daher allen, die Zeit und Kompetenz in der Vorbereitung dieser Kooperationsveranstaltung eingesetzt haben und ganz besonders den jungen Menschen, die heute die Ergebnisse ihrer Forschung präsentieren. Unsere Gesellschaft braucht engagierte Menschen wie Sie. Ich wünsche Ihnen allen mit Abstand gute Gespräche und Begegnungen. Soweit aus dem Grußwort unserer Generaloberin Mutter Bonaventura, Generaloberin des Konvents und Geschäftsführerin des Krankenhauses der Elisabethinen. Ich darf nunmehr Frau Luise Oberhammer auf die Bühne bitten, um das Grußwort für die Pflegedirektion des Krankenhauses zu übermitteln. Ja, auch ich möchte in meinem Namen und natürlich im Namen der Frau Direktor Kienreich Sie alle sehr herzlich willkommen heißen bei uns zu unserem heutigen ersten gemeinsamen Pflegesymposium. Und wir hoffen, dass das vielleicht eine Fortsetzung findet. Wir möchten mit der heutigen Veranstaltung ein Zeichen setzen. Professionelle Gesundheits- und Krankenpflege beinhaltet ein hohes Maß an fachlicher und praktischer Kompetenz, welche nur durch eine qualitativ hochwertige Ausbildung erreicht werden kann. Der neue generalisierte Ansatz in der Ausbildung beschäftigt sich mit der gesamten Lebensspanne des Menschen, von seiner Geburt bis zum Tod. Lehrerinnen und Praxisanleiter und Praxisanleiterinnen begleiten die Studierenden während der gesamten Studienzeit. Umso mehr freuen wir uns heute, dass die Absolventinnen im Mittelpunkt stehen und ihre Bachelorarbeiten präsentieren. Trotz der schwierigen Umstände in den letzten Monaten, welche auch für das Personal im Krankenhaus eine sehr fordernde Zeit darstellte, möchten wir heute passend zur Jahreszeit nun die Ernte des vergangenen Studienganges gemeinsam genießen und freuen uns schon auf interessante Beiträge der Absolventinnen und Absolventen. Ich kann mich noch gut an die ersten Studierenden im Haus erinnern. Es war geprägt von Unsicherheiten auf beiden Seiten, die sich total aufgelöst haben. Und heute sind wir froh, schon etliche Absolventen in den einzelnen Teams zu haben. Liebe Absolventen, ich bedanke mich schon jetzt im Vorhinein für eure Vorbereitung, für euer Bemühen und für euer Engagement. Danke vielmals. Mutter Bonaventura hat in ihrem Grußwort auch zum Ausdruck gebracht, dass Wissenstransfer und Netzwerke wirklich zur DNA der Elisabethinen gehören. Und ich freue mich daher ganz besonders, dass wir diese heutige Veranstaltung als Kooperation gestalten können und darf nunmehr dementsprechend Frau Eva Mirtschitz zu mir auf die Bühne bitten für ihr Grußwort und ihre Ausführungen über Perspektiven für die Pflegeausbildung in der Steiermark. Ich weiß nicht, ob ich kann es.
Ich habe leider keine Brille und aus diesem Grund sehe ich nicht viel. Warum Assistentin? So, auch von meiner Seite her herzlich willkommen an dem Nachmittag. Ein großes Danke wirklich an das Krankenhaus der Elisabethinen, dass wir erstmalig dieses Symposium starten können. Und ich glaube, mein Team und ich, wir hoffen auch, dass das nicht das letzte Mal war, sondern es wäre sehr schön, wenn das so wirklich ein kontinuierliches Zusammentreffen wird, einmal im Jahr. Weil ich glaube, es ist ganz spannend, auch für die Praxis zu sehen, womit sich unsere Studierenden beschäftigen. Ich werde heute Ihnen einen kurzen Überblick nur zur Status quo des Studienganges geben, mich nicht zu lange aufhalten, weil ich denke mir, der heutige Nachmittag gehört wirklich unseren Absolventinnen und unseren Absolventen. Trotzdem möchte ich mich vorerst noch einmal bedanken an Peter Rosecker, der jetzt kurzzeitig den Raum verlassen hat, für die Organisation und von unserer Seite her auch ein großes Danke an Isabella Zechner, die das in gemeinsamer Zusammenarbeit mit dem Herrn Peter Rosecker auf die Beine gestellt hat. Ich möchte mal kurz Danke sagen. Und auch, dass wir trotz Corona es wirklich geschafft haben, auch wenn im kleinen Rahmen, aber ich glaube, auch kleine Rahmen sind sehr schön, das auch wirklich heute durchziehen konnten. Also ganz kurz zur Gesundheits- und Krankenpflege, zu unserem Studiengang. Was hat sich getan? Also Sie sehen hier gerade auch angesprochen, der Start 2016 mit im Prinzip dann auch 32 Absolventen, die teilweise auch schon im Krankenhaus der Elisabethinen angefangen haben. Wir hören heute auch eine Absolventin, die hier arbeitet, mit ihrem Thema. Letztes Jahr eben oder eben heuer noch dann auch wieder, glaube ich, 68, 69, die fertig geworden sind. Davon eben hören Sie heute auch einige Bachelor-Themen. Ja, und wie schaut's aus? Heuer durften wir mit 144 starten. Das heißt, wir haben uns heuer verdoppelt im Herbst. Wir nehmen auch nicht 144 auf, sondern wir haben 160 aufgenommen. Das heißt, wir versuchen unseres zu tun, um diesen drohenden Pflegenotstand ein bisschen entgegenzuwirken. Wir stehen dann auch schon in Vorbereitungen für nächstes Jahr 180 und dann 216 Studienplätze. Was ich an dieser Stelle auch immer sagen möchte, ist, wir haben eine sehr gute Bewerberlage. Also wir hatten heuer wirklich für die 144 Studienplätze über 400 Bewerberinnen und Bewerber. Ich sage das auch gleich in diesem Rahmen, weil Sie können es vielleicht auch ein bisschen nach außen tragen. Es ist nämlich immer so ein bisschen ein Gerücht, wir haben viel zu wenig Bewerber, unsere Absolventen arbeiten nicht am Krankenbett. Da kann man eigentlich wirklich nur sagen, es stimmt nicht. Wir haben sehr viele Bewerber und die Absolventinnen und Absolventen arbeiten wirklich zu, man kann fast sagen 98%, beginnen sie am Krankenbett zu arbeiten. Um diese 144 Auszubildenden auch wirklich raumtechnisch gut unterbringen zu können, haben wir heuer im Herbst auch einen zweiten Standort. Falls uns einmal jemand sucht, wir sind an und für sich beheimatet noch am LKH Graz, oberhalb der Kinderklinik, das ist ein Standort. Und heuer dazugekommen ist eben der Standort Eckartstraße, das ist eine Parallelstraße zu Eckenberg, Eckenberger Allee. Wir haben dort viele Seminarräume, Hörsäle, Demoräumlichkeiten. Also es wird da schon auch muss sehr vieles neu entstehen, damit wir auch wirklich die Studierenden gut unterrichten können. Die generalistische Ausbildung wurde auch schon angemerkt, dass das eben sehr wesentlich bzw. der wesentliche Unterschied ist zur herkömmlichen Ausbildung. Umfang sind 180 ECTS, das ist, glaube ich, mittlerweile auch ganz gut bekannt. Und abschließen unsere Studierenden mit dem Bachelor of Science in Health Studies. Ganz wichtig bei uns ist der Part des Praktikums. Sie sehen da an der Gegenüberstellung, unsere Studierenden haben wirklich die halbe Zeit des Studiums, also fast 80 ECTS von 160, im Praktikum zu verbringen. Das sind so im Schnitt 10 oder 11 Praktika in unterschiedlichen Settings. Und wie auch schon angesprochen, die Krankenhaus der Elisabethinen ist von Anfang an ein sehr guter Praktikumspartner.
gewesen und ist es auch noch, wird jetzt auch noch größer, wo wir auch sehr dankbar sind, dass wir sehr viele Stellen bekommen, wo wir auch wirklich die Studierenden einfach eine sehr fundierte Anleitung auch genießen können und eigentlich durch die Bank immer wirklich ein sehr schönes Praktikum haben. Trotz allem, auch der vielen Praktika, ist es ganz wichtig, dass es eine gute Vernetzung gibt zwischen der Theorie und der Praxis. Ja. Wir haben, wie gesagt, den theoretischen Hintergrund, wir haben auch bei uns vor Ort wirklich sehr gut ausgestattete Demoräumlichkeiten, wo eben sie die praktischen Skills erlernen und wir haben dann auf der anderen Seite das Praktikum, wo sie es dann wirklich am Patienten umsetzen können. Jetzt gibt es uns seit 2016, wir haben mittlerweile 2020, das heißt, wir blicken schon auf ein paar Jahre Erfahrung zurück. Die FH Joanneum ist auch eine Institution, die nie stehen bleibt, das heißt, jedes Semester wird evaluiert, es wird immer wieder angepasst und wir sind sicher noch nicht am Ende. Das heißt, wir sind immer stetig auch wirklich darum bemüht, das Curriculum wirklich gut anzupassen. Jetzt möchte ich Ihnen einfach ganz kurz so zeigen, ich weiß, es steht relativ viel oben, aber wir haben für den heutigen Tag ja auch Themen ausgewählt, die vielleicht gerade für das Setting des Krankenhauses der Elisabethinen gut passen. Aber unsere Absolventinnen und Absolventen beschäftigen sich wirklich mit Themen aller Art. Also da spiegelt sich einfach auch wieder dieser generalistische Ansatz wieder. Also wir haben sehr viel Kinder- und Jugendlichen-Themen, wir haben sehr viel Psychiatrie-Themen auch, aber natürlich auch allgemeine. Und wenn man sich das so ein bisschen anschaut, es gibt wirklich, ich würde sagen, es gibt fast keinen Themenbereich, der nicht irgendwann einmal vorkommt. Ja? Die Bachelorarbeit schreiben Sie im sechsten Semester jetzt bei uns. Die Absolventen, die Sie hier sehen, die hatten noch den Auftrag 2 zu schreiben im fünften und im sechsten Semester. Eine besondere Herausforderung, das haben wir auch geändert. Sie schreiben jetzt nur noch eine, intensivere, aber im sechsten Semester. Und Bachelorarbeit soll im Prinzip so wirklich die wissenschaftliche Kompetenz abrunden, die Sie so im Laufe des ganzen Studiums erlangt haben. Somit darf ich auch schon zum Schluss kommen und überleiten zu den Themen, die wir heute hören. Es hat eine kurze Änderung gegeben. Frau Köbel hören wir, die Frau Lamprecht, den Herrn Richter, die Frau Schleuer und dann noch die Frau Schinderl als Abschluss. Das ist die kleine Korrektur, die wir haben. Gut, dann wünsche ich Ihnen, werde ich mich zurückziehen und ich wünsche Ihnen sehr viel Spaß und unseren Vortragenden toi, toi, toi. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank für die umfangreichen und differenzierten Ausführungen. Wir kommen nunmehr zum Hauptteil, nicht nur vom Umfang her, sondern auch vom Inhalt her des heutigen Nachmittags. Vielleicht kennt man das noch, also bei mir ist das Studium schon ein bisschen länger her. Man hat ja manchmal den Eindruck, man schreibt eine Abschlussarbeit nur, vielleicht nur für sich und für den Lehrenden oder die Lehrende, die sie dann begutachtet. Das ist ein Prinzip, das glaube ich nicht wirklich nachhaltig ist. Also es ist sicher auch das härteste Stück Arbeit, das schönste Stück Arbeit und auch eine Visitenkarte. Und wir möchten einfach Danke sagen für die Gelegenheit, dass wir heute hier Ihre Visitenkarten präsentieren dürfen. Und darf gleich als Erste zu mir herausbieten, Frau Anna-Maria Kölbl. Sie hat ihre Bachelorarbeit über das Thema die Rollen von Advanced Practice Nurses in der internationalen Pflegepraxis geschrieben. Bitte, the stage is yours. Wie komme ich da jetzt rein? Der geht die Mühe. Da haben Sie recht. Die Maus geht nicht. Das geht, ne? Ja, schon. Aber jetzt geht's. Okay. Okay. Danke. Muss man mal auf das Kick fahren, dann soll das auch da. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Anna-Maria Kölbl.
Ich habe den Bachelorabschluss letztes Jahr schon gemacht und habe dann im Oktober 2019 hier im Haus auf der Station 1b zu arbeiten begonnen und mache berufsbegleitend meinen Master zum Thema meiner heutigen Präsentation. Es freut mich daher umso mehr, dass ich meine Bachelorarbeit mit dem Titel Die Rollen von Advanced Practice Nurses in der internationalen Pflegepraxis präsentieren darf. Im Rahmen dieser Arbeit war es mein großes Anliegen, das Potenzial des Pflegeberufs anhand wissenschaftlicher Literatur zu verdeutlichen und auch eine pflegerische Karrieremöglichkeit aufzuzeigen. Beginnen möchte ich meine Präsentation nun mit einem Zitat von einer Advanced Practice Nurse aus einer schwedischen Studie. Diese Advanced Practice Nurse hat gesagt, "I still feel like a nurse. I of course feel like I know more than a nurse, that I have received an injection of medical knowledge." Also diese APN fühlt sich so, als hätte sie eine Injektion mit medizinischem Wissen verabreicht bekommen. Nun zum Hintergrund meines Themas. Wissenschaftliche Literatur zeigt im Allgemeinen auf, dass die Anforderungen an eine effiziente und effektive Gesundheitsversorgung kontinuierlich steigen. Der demografische Wandel führt dazu, dass immer mehr ältere Menschen einer jungen Bevölkerung gegenüberstehen werden. Und gleichzeitig ist auch mit einer Zunahme chronischer Erkrankungen zu rechnen, weshalb immer mehr alte, multimorbide Menschen zu verzeichnen sind, die eben mitunter eine hohe Pflegebedürftigkeit aufweisen. Aufgrund des Gewinns an Lebensjahren verlängert sich auch die Verlaufsdauer chronischer Beschwerden, was wiederum bedeutet, dass es zu einer langen Therapiedauer, zu einem hohen Verbrauch von Gesundheitsressourcen und auch zu hohen Gesundheitsausgaben kommt. In der Gesundheitsversorgung lassen sich auch zahlreiche Versorgungslücken, vor allem in abgelegenen Regionen, verzeichnen und es besteht, wie wir schon vorher gehört haben, ein Fachkräftemangel im Pflegeberuf. Warum braucht das Gesundheitswesen jetzt APNs bzw. ANP? Auf Basis der zuvor genannten Problemstellungen ergeben sich gerade für den Pflegeberuf zahlreiche komplexe Versorgungssituationen. Diese erfordern erweiterte klinische Kompetenzen und auch vertieftes pflegerisches Wissen, um evidenzbasiert Entscheidungen treffen zu können und den Menschen die beste und wirksamste Pflege zukommen zu lassen. Aufgrund der vorhandenen Versorgungslücken ist es auch notwendig, Versorgungskonzepte und auch Gesundheitsprogramme zu entwickeln und flächendeckend einzusetzen, die auf einen langjährigen Pflegebedarf ausgerichtet sind, anstatt den Fokus jetzt auf akute Gesundheitsbeschwerden zu legen. In diesem Zusammenhang muss auch die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung gestärkt werden. Und der Aspekt der Gesundheitsförderung und der Krankheitsprävention muss in den Fokus pflegerischen Handels gerückt werden. Um auf den Fachkräftemangel jetzt konkret zu reagieren, ist es ganz, ganz wichtig, die Attraktivität des Pflegeberufs zu steigern, indem beispielsweise neue pflegerische Karrieremöglichkeiten aufgezeigt werden und auch eine Neuorganisation der Aufgabenbereiche im Gesundheitswesen erfolgt. Laut internationaler Literatur ist Advanced Practice Nursing nun ein Weg zu einer besseren Gesundheitsversorgung. Was versteht man jetzt konkret unter APNs bzw. ANP? Gemäß des International Council of Nurses wird unter einer APN eine Pflegefachkraft verstanden, die sich Expertenwissen, Fähigkeiten zur Entscheidungsfindung bei komplexen Sachverhalten und klinische Kompetenzen für eine erweiterte Pflegepraxis angeeignet hat. Der ICN legt zudem auch fest, dass die Absolvierung eines Masterstudiums als Voraussetzung für die Tätigkeit des APN gilt. Unter ANP, also Advanced Nursing Practice, ist jetzt die Pflegepraxis zu verstehen, in der eine APN tätig ist. Auf Basis meiner Recherchen zum Thema zielte meine Bachelorarbeit darauf ab, die Tätigkeitsfelder, Aufgabenbereiche und auch die Rollen von Advanced Practice Nurses in der internationalen Pflegepraxis näher zu betrachten. Daraus ergab sich folgende Forschungsfrage für meine Arbeit: Welche Rollen nehmen Advanced Practice Nurses in der internationalen Pflegepraxis ein? Zur Beantwortung
dieser Forschungsfrage habe ich eine systematische Literaturrecherche auf den Datenbanken CINAHL, Cochrane Library, PubMed und ScienceDirect durchgeführt. Hierzu habe ich die Keywords Advanced Nursing Practice, Advanced Practice Nurse, Role, Competence und Scope of Practice definiert. Hinsichtlich Einschlusskriterien habe ich auf englisch- und deutschsprachige Literatur zurückgegriffen, die im Zeitraum von 2008 bis 2018 erschienen ist. Dabei habe ich ganz klar darauf geachtet, dass der Begriff Advanced Nursing Practice explizit in der Literatur angeführt war. Aus insgesamt 1132 Treffern bei meiner Literaturrecherche habe ich dann 10 Publikationen zur Beantwortung meiner Forschungsfrage ausgewählt. Zur besseren Übersicht habe ich die Ergebnisse der Literaturrecherche nach den 7 Unterrollen von ABNs kategorisiert. Diese 7 Rollen wurden dem Positionspapier des Deutschen Netzwerks von ANP entnommen und lauten: Es gibt die Rolle als Practitioner, die Rolle als Expert, die Rolle als Educator, die Rolle als Researcher, die Rolle als Teacher, die Rolle als Advocate und die Rolle als Leader. Auf diese einzelnen Rollen werde ich jetzt im Folgenden näher eingehen. Als ein zentraler Kompetenzbereich in der Rolle als Praktikerin, Praktiker, wird in der Literatur die Durchführung von Anamnesen und Assessments genannt. Hierzu gehören beispielsweise die Triagierung von Akutpatientinnen und Akutpatienten in der Notfallversorgung, aber auch die Durchführung körperlicher Untersuchungen, wie zum Beispiel Auskultationen von Lunge und Herz, sowie auch Palpationen beispielsweise vom Abdomen. Laut einigen Studien veranlassen APNs auch Überweisungen zu anderen Gesundheitsfachleuten, sie verschreiben Medikamente und ordnen auch diagnostische Maßnahmen an, beispielsweise Laboruntersuchungen. In der Notfallversorgung ersetzen sie auch kleine chirurgische Hautschnitte und nähen Wunden, während in der Primärversorgung vor allem die Aspekte der Gesundheitsförderung und Prävention Berücksichtigung finden. In der Rolle als Expertin und Experte weist eine APN vertieftes pflegerisches Wissen in einem bestimmten medizinischen Fachbereich oder hinsichtlich einer bestimmten Patientenpopulation auf und wird bei spezifischen Fragen im Bereich der Pflege oder eben auch bei ethischen Entscheidungsfindungen zu Rate gezogen. APNs sind laut Literatur beispielsweise in Schlaflaboren, in der Notfallversorgung, in Primärversorgungseinheiten, in stationären Langzeitpflegeeinrichtungen oder auch im Reha-Bereich, in der Geriatrie oder im psychiatrischen Setting tätig. In der Rolle als Beraterin und Berater führt eine APN Beratungen zur Unterstützung von Patientinnen und Patienten im Umgang mit ihren Erkrankungen durch und leitet sie auch zum Selbstmanagement an. Es werden jedoch nicht nur Patientinnen und Patienten beraten, sondern auch Pflegepersonen und auch Führungskräfte, wenn es beispielsweise um die Weiterentwicklung der Pflege in einem bestimmten Setting oder in einer Institution dann geht. Im Bereich der Forschung arbeitet eine APN aktiv an Forschungsprojekten mit. Sie überprüft und entwickelt Versorgungskonzepte weiter. Sie evaluiert diverse pflegerische Maßnahmen und sorgt auch für einen Theorie-Praxistransfer. Im Bereich der Lehre engagiert sich eine APN vor allem in der praktischen Ausbildung von Studierenden, leitet diese an, vernetzt sich mit Universitäten und anderen Bildungseinrichtungen und führt auch Evaluierungen des Weiter- und Fortbildungsbedarfs des Pflegepersonals durch. Als Vertreterin und Vertreter übernimmt sie die anwaltschaftliche Funktion und vertritt die Interessen der Patientinnen und Patienten. Sie vertritt jedoch auch die Interessen des Pflegeberufs und die Interessen des Pflegepersonals einer Institution, beispielsweise in multidisziplinären Teams oder auch auf diversen Kongressen. Sie ist sozusagen in der Öffentlichkeitsarbeit tätig. Zur Rolle als Leiterin, Leiter gehören Administrations-, Organisations- und Managementaufgaben.
Dabei fungieren sie jedoch nicht als klassische Stations- oder Bereichsleitungen, sondern sind vielmehr als eine Art Teamleader tätig. Sie begeistern Pflegekräfte für ein bestimmtes Projekt oder für diverse Aspekte in der Pflege. So leiten sie zum Beispiel Projektgruppen oder auch interdisziplinäre Fallbesprechungen. Nun zu meiner Schlussfolgerung. Also die Ergebnisse meiner Bachelorarbeit zeigen im Allgemeinen auf, dass es in der internationalen Pflegepraxis eine große Vielfalt an Tätigkeitsbereichen und Einsatzbereichen von APNs gibt. Festzustellen ist dabei, dass die Rollen auf das Setting abgestimmt sind und wesentlich von gesetzlichen und auch institutionellen Rahmenbedingungen geprägt sind. So ist der Grad des autonomen pflegerischen Handelns mitunter davon abhängig, ob es in einem bestimmten Setting ausreichend ärztliches Personal gibt oder eben nicht. In abgelegenen Regionen beispielsweise, in denen die ärztliche Versorgung zumeist unzureichend ist, arbeiten APNs international viel eigenverantwortlicher und greifen stark in den Aufgabenbereich der Medizin ein. Im Hinblick auf das österreichische Gesundheits- und Krankenpflegegesetz kann festgestellt werden, dass im Jahr 2016, also im Rahmen der Novelle, zwar erweiterte Aufgabenbereiche der Pflege verankert wurden, ANP aber noch nicht juristisch festgelegt ist. Nichtsdestotrotz wurden in Österreich bereits erste Schritte an ANP gesetzt, in dem Masterstudiengänge entwickelt wurden und auch bereits erste APNs in der Praxis tätig sind. Allerdings ist ersichtlich, dass die Entwicklung hierzulande, vor allem also die Entwicklung einer ANP hierzulande, noch ein beachtliches Wachstumspotenzial aufweist, weshalb ich folgende Praxisempfehlungen zur Implementierung dieser neuen Rolle geben kann. Also ganz, ganz wichtig ist die Festlegung rechtlicher Rahmenbedingungen sowie auch ein Titelschutz. Dann muss die APN auch in der Personalentwicklung berücksichtigt werden und es müssen Positionen und Stellen geschaffen werden, in denen sich die APNs frei entfalten können. Um den Tätigkeitsbereich einer APN klar abzugrenzen, ist es ganz, ganz wichtig, dass man auch eine Rollen- bzw. Stellenbeschreibung entwickelt, sodass sich das Gesundheitspersonal einfach ein Bild machen kann, was macht diese APN in dieser Institution, welche Aufgabenbereiche hat sie. Und wenn dann diese APN implementiert wurde, dann ist es wichtig, diese Rolle kontinuierlich zu evaluieren, um sie somit dann evidenzbasiert weiterzuentwickeln. Im Bereich der Forschung bedarf es dabei vor allem eine vertiefte wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Strategien zur Überwindung von Barrieren der ANP-Implementierung. Ich möchte jetzt noch, bevor ich zum Ende meiner Präsentation komme, noch kurz einen Exkurs vom internationalen Setting nach Graz machen. Es gibt bereits erste APNs auch in Graz. Das LKH Graz hat zum Beispiel eine Advanced Practice Nurse im Bereich der Schlaganfallversorgung. Dann gibt es auch noch eine APN mit Expertise für die Pflege mit oder bei demenziell beeinträchtigten Menschen. Und auch die geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz, also die Arbeit Schweizer Klinik, auch hier sind bereits erste APNs in der Praxis tätig. So wie ich meine Präsentation nun begonnen habe, möchte ich sie nun auch wieder beenden, und zwar mit den Worten einer APN. We are not mini doctors, like some people say, and we are not nurses either. Now we are APNs. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank für die umfangreichen Ausführungen. Wir dürfen nun mal mit der zweiten Referentin des heutigen Nachmittags fortsetzen. Frau Verena Lambrecht hat ihre Bachelorarbeit über das Thema Möglichkeiten zur Fremdeinschätzung der Schmerzen von Menschen mit Demenz geschrieben. Ich bitte um Ihre Ausführungen. Okay.
So, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich total, dass ich heute da sein darf und darf mich auch noch einmal kurz vorstellen. Mein Name ist Verena Lamprecht und ich habe ganz frisch dieses Jahr im Sommer meine Ausbildung auf der FH Joanneum abschließen können und bin jetzt seit 1. September im LKH Graz auf der Dialyse als DGKB tätig. Und ja, ich darf Ihnen heute eine meiner beiden Abschlussarbeiten vorstellen, und zwar zu dem Thema der Möglichkeiten zur Fremdeinschätzung der Schmerzen von Menschen mit Demenz. Ja, das Krankheitsbild Demenz ist natürlich aufgrund der immer älter werdenden Bevölkerung ein total aktuelles und auch sehr, sehr wichtiges Thema, ganz egal in welchem Bereich der Erwachsenenpflege man arbeitet. Man ist damit konfrontiert, sei es in der Langzeitpflege, im extramuralen Bereich oder auch so wie hier in einem akuten Krankenhaus. Man wird immer Patienten, Bewohner oder Klienten dabei haben, die zusätzlich zu anderen Diagnosen auch noch eine Demenz aufweisen. Und natürlich, wie jeder andere Mensch auf der Welt auch, können Menschen mit Demenz an Schmerzen leiden. Aber bevor ich auf dieses Thema eingehe, möchte ich noch einmal kurz die Zahlen darstellen, einfach, dass Sie auch einen Überblick haben, wie es eigentlich auch zurzeit gerade in Österreich ausschaut. Weltweit leben rund 50 Millionen Menschen mit der Diagnose Demenz. Und allein in Österreich, und das war im Jahr 2014, also vor 6 Jahren, gab es 130.000 Menschen mit Demenz, die in Österreich leben. Wie schon gesagt, das war vor 6 Jahren, das heißt, die Zahl wird jetzt wieder ganz anders ausschauen. Die Prognose steht auch so, dass im Jahr 2050, also in 30 Jahren, diese 130.000 verdoppelt werden sollen. Ich glaube, deshalb muss man nicht mehr extra erwähnen, wie wichtig dieses Thema ist und wie wichtig es auch ist, dass man sich mit diesem Thema beschäftigt. Natürlich, so viele Menschen mit Demenz es auch gibt, heißt es automatisch auch, dass man in der Pflege, also im Krankenhaus, in jedem Setting mit Patienten mit Demenz konfrontiert ist und diese zu pflegen hat. Geschätzt wird im Krankenhaus ein Anteil von 20%, also wirklich hoch. Wie ich vorher schon erwähnt habe, haben natürlich auch Menschen mit Demenz, wie jeder andere Mensch auf der Welt, Schmerzen. Nur dabei gibt es leider ein Problem, und das ist die Schmerzeinschätzung. Ich als kognitiv intakter Mensch könnte jetzt im Krankenhaus ganz einfach sagen, mir tut was weh, und auf gezielte Fragen direkt antworten, wie zum Beispiel, wo tut mir was weh, wie stark ist der Schmerz, wie fühlt sich der an, ist es ein Brennen, ist es ein Stechen, ist es ein Pochen. So, da tut sich die Pflege natürlich leichter, darauf wirklich akkurat reagieren zu können. Bei Menschen mit Demenz ist das leider nicht mehr ganz so einfach. Diese können oft auf die einfachsten Fragen, wie tut ihnen was weh, keine akkurate Antwort mehr geben. Und so tun wir uns natürlich auch schwer, darauf reagieren zu können und so ein effektives Schmerzmanagement gewährleisten zu können. Solche Kommunikationsbarrieren zwischen der beurteilenden Pflegeperson und dem betroffenen Patienten führt leider immer häufiger zu fehlerhaften Erhebungen und so automatisch zu einer fehlerhaften Medikation und zu einem unzureichenden Schmerzmanagement. Das führt auch dazu, und das zeigen leider auch Studien, dass Menschen mit Demenz trotz der gleichen schmerzauslösenden Diagnose wie kognitiv intakte Menschen wesentlich weniger Schmerzmedikationen erhalten. Studien zeigen, dass Menschen mit Demenz wirklich nur ein Drittel der Schmerzmedikamentendosis erhalten wie kognitiv intakte Menschen, und das sollte halt wirklich nicht sein. Und deswegen habe ich mir in meiner Bachelorarbeit auch die Frage gestellt, welche Möglichkeiten es zur Fremdeinschätzung der Schmerzen von Menschen mit Demenz gibt es, um ein effektives Schmerzmanagement gewährleisten zu können. Wobei Fremdeinschätzung wirklich heißt, die Beurteilung der Schmerzen von uns Pflegepersonen, also einer außenstehenden Person praktisch. Ja, in meiner Arbeit habe ich dann eine strukturierte Literaturrecherche durchgeführt auf verschiedenen internationalen Datenbanken, ähnlich wie meine Vorgängerin, also meine Vorsprecherin sozusagen, und habe dann alle Ergebnisse gescreent, habe mir alle Ergebnisse durchgeschaut, welche beantworten wirklich explizit meine Forschungsfrage, die ich Ihnen vorher gezeigt habe, und konnte somit 6 Studien insgesamt zur Beantwortung dieser Frage hinzuziehen und habe dann 2 Schmerzassessment-Instrumente gefunden, und zwar einmal die PayNet-Skala und einmal die Dolo+2-Skala, beides Fremdeinschätzungsmethoden und beide auch in Europa schon angewendet. Anfangen möchte ich gleich einmal mit der PayNet-Skala, die kennt vielleicht auch der ein oder andere von Ihnen unter dem deutschen Namen, die gibt es nämlich auch schon in Österreich, das ist die BESD oder ganz einfach die Beurteilung von Schmerzen bei Demenz. Aufgeteilt ist diese Skala in 5 Kategorien, einmal die Atmung, die negative Lautäußerung, der Gesichtsausdruck, die Körpersprache und der Trost.
Aufgebaut ist das Ganze auch mit einem Punktesystem, das heißt, man kann verschiedene Punkte erreichen zwischen 0 und 2, wobei 0 Punkte bedeutet, der Patient ist komplett unauffällig und 2 Punkte würden schon bedeuten, der Patient ist sehr auffällig. Und die Entwickler haben auch als kleine Hilfestellung schon diese Punkte eingeordnet. Und zwar spricht man ab einem erreichten Punktewert von 4 von mittelgradigen Schmerzen und ab einem erreichten Punktewert von 7 von schwergradigen Schmerzen. Wie man darauf jetzt wirklich reagiert, beziehungsweise ab wann man Schmerzmittel gibt, ist ärztliche Entscheidung. Also das ist wirklich nur eine Hilfestellung. Und so schaut das Ganze aus. Das ist jetzt die englische, also originale Version aus Amerika, ist leider ein bisschen verschwommen. Aber man sieht, sie ist relativ einfach aufgebaut, sie ist relativ selbsterklärend aufgebaut und es gibt unter jedem Punkt eine Erklärung, damit sich die erhebende Pflegeperson wirklich leichter tut, um einschätzen zu können, ab wann gebe ich jetzt einen Punkt, ab wann gebe ich 2 Punkte und so weiter. Die Ergebnisse, die jetzt diese Studien, die ich gefunden habe, zu dieser Assessment-Skala bieten, sind leider sehr widersprüchlich. Einerseits ist festgestellt worden, dass die Schmerz- oder beziehungsweise Verhaltensänderungen, die auf Schmerzen bezogen werden, gesenkt werden konnten und auch eine positive Auswirkung auf Schmerzwerte gezeigt worden ist. Es konnte auch in Studien gezeigt werden, dass sich die Anwendung von schmerzlindernden Maßnahmen, sei es jetzt pharmakologisch oder nicht pharmakologisch, dass die zugenommen haben, also dass mehr Maßnahmen durchgeführt wurden. Aber dann gab es auch wieder Studien, die leider keinen positiven Effekt auf die Schmerzwerte, also auf die Schmerzintensität praktisch der Patienten aufweisen konnten. Und warum diese Ergebnisse so widersprüchlich waren, kann man eigentlich relativ einfach erklären. Einerseits ist bei Studien oft das Problem, dass zwar brav Menschen getestet werden, aber halt leider zu wenig, dass man wirklich einen guten Vergleich hat. Und das war auch bei meinen Studien leider häufig der Fall. Andererseits kann man auch sagen, dass Schmerz eine sehr subjektive Wahrnehmung ist. Wenn ich mir jetzt in den Finger schneide und sage, okay, kaum der Rede wert, ich verziehe nicht einmal das Gesicht, mir ist das egal, schneidet sich vielleicht jemand anders in den Finger und fängt zum Weinen an. Wir nehmen das ganz anders wahr, wir wachsen alle ganz anders mit einem ganz anderen Bezug auf das Thema Schmerzen auf. Und so ist es auch bei Menschen mit Demenz, auch wenn diese das vielleicht nicht verbal äußern können. Ein weiterer Grund, warum die Ergebnisse so widersprüchlich sind, ist auch der sogenannte Half-Round-Effekt. Klingt kompliziert, ist es überhaupt nicht. Im Endeffekt sagt der einfach nur aus, dass man durch so ein Schmerzassessment, was ich als Pflegeperson durchführe, automatisch auch Aufmerksamkeit schenkt. Die Patienten fühlen sich so besser aufgehoben, sie fühlen sich vielleicht verstandener und freuen sich einfach darüber, dass man mehr Zeit mit ihnen verbringt und auch mehr Zeit für sie aufwendet. Und passen das Verhalten dann auch darauf an, obwohl sie trotzdem noch Schmerzen haben. Aber sie freuen sich trotzdem, weil man ist ja da und man wendet ja, also man schenkt ihnen ja die Zeit. So können dann auch wieder Messergebnisse verfälscht werden praktisch. Und was auch noch ein Rieseneinfluss ist, ist die Erfahrung der erhebenden Pflegeperson. Wenn ich jetzt als Neuanfänger auf einer Station bei einem Patienten das Schmerzassessment erhebe und den Patienten aber das erste oder zweite Mal sehe, kann ich auf Verhaltensveränderungen absolut keinen Rückschluss ziehen, weil ich weiß ja nicht, wie verhaltet er sich normalerweise. Ist er eher zurückgezogen von Natur aus oder hat er jetzt wirklich Schmerzen? Das bedeutet, dass es wirklich sinnvoll ist, dass das nur von Pflegepersonen erhoben wird, die die Patienten auch gut kennen und die auf sowas auch wirklich eingehen können, die sowas auch sehen. Genau. Und die zweite Skala, die ich gefunden habe, ist die Dolo+2-Skala aus Frankreich. Die gibt es auch schon verbreiteter im europäischen Raum. In Österreich habe ich jetzt nichts dazu gefunden, beziehungsweise keine Daten dazu gefunden, ob die auch in Österreich schon verwendet wird. Ist genau wie die PNAD-Skala auch eine Beobachtungsskala und ist auch in 3 Abschnitte gegliedert. Und zwar die somatischen Schmerzen, psychomotorische und psychosoziale Auswirkungen. Und auch da gibt es wieder ein Punktesystem. 0 keine Auffälligkeiten, 3 sehr starke Auffälligkeiten. Insgesamt können da 30 Punkte erreicht werden, also es ist ein bisschen umfangreicher. Und auch da geben die Autoren wieder eine Praxisempfehlung ab, und zwar eine Behandlung der Schmerzen ab einem erreichten Wert von 5 oder höher. Und so schaut das Ganze wieder aus. Die ist jetzt auf den ersten Blick gleich einmal ein bisschen länger, ein bisschen umfangreicher
Und das kann jetzt da für uns in der Pflege zwei Sachen bedeuten. Einerseits könnte man das jetzt positiv sehen und sagen, super, ja gut, da kann ich mich jetzt gut dran halten und damit kann ich gut arbeiten. Und andererseits könnte es wieder heißen, und das wird auch oft kritisiert in den Studien, die ist sehr lang. Woher nehme ich die Zeit, dass ich die bei mehreren Patienten mehrmals am Tag erhebe? Schwierig. Und die Ergebnisse sind auch ähnlich wie bei der PNET-Skala wieder sehr widersprüchlich. Einerseits ist das Erkennen der Schmerzen wieder erleichtert worden und auch die Werte konnten in der ein oder anderen Studie wirklich signifikant gesenkt werden, also aussagekräftig gesenkt werden. Andererseits ist wieder dargestellt worden, dass in der ein oder anderen Studie die Schmerzwerte nicht gesenkt werden konnten. Und das ist wieder ganz gleich wieder bei der PNET-Skala. Jeder beurteilt Schmerzen anders. Es kommt wieder gleich wie vorher auf die Erfahrung der Pflegeperson an, die erhoben worden ist. Es ist auch in den Studien nicht festgelegt, wie lang die jetzt da wirklich schon arbeiten mit dem Patienten zusammen. Und was auch gesagt werden muss, jeder Messwert, jeder gemessene Wert heißt nicht unbedingt, dass man danach wirklich richtig handelt. Das ist dann wieder eine ganz andere Geschichte und da ist auch nicht dokumentiert worden, wie genau jetzt gehandelt worden ist auf diese Messwerte sozusagen. Ja, auch hier ist wieder das Gleiche mit der subjektiven Wahrnehmung und mit den kleinen Stichprobengrößen, die ich vorher schon erwähnt habe. Was das Ganze jetzt für die Praxis heißt, im Endeffekt ist die PNET-Skala bzw. die BESD, die ja auch in Österreich schon verwendet wird, wirklich empfehlenswert auch für die Praxis. Sie ist sehr anwenderfreundlich, sie ist sehr leicht zu verstehen und sie ist besonders aufs Notwendigste reduziert, im Gegensatz zu Dolo Plus 2, die wirklich sehr ausführlich und auch dementsprechend zeitaufwendig ist. Ob die jetzt da aber auch im akuten Setting wirklich sinnvoll ist, ist halt fraglich. Man kann natürlich, wenn man eine durchschnittliche Aufenthaltsdauer von 3 bis 7 Tagen hat, einen Patienten nicht gut genug kennenlernen, um da jetzt wirklich auf Verhaltensveränderungen großartig achten zu können, beziehungsweise die wirklich akkurat interpretieren zu können. Das bedeutet, solche Instrumente sind halt wirklich gerade für den Langzeitbereich zu empfehlen. In Pflegeheimen oder auch im akuten Setting, wo man Patienten grundsätzlich länger hat. Auf der Psychiatrie zum Beispiel, wenn man Patienten über Monate betreut. Praxiserfahrung ist natürlich vom Vorteil, je besser man die Patienten kennt, desto besser ist auch die Qualität, die das Schmerzmanagement nachher einnehmen kann. Und eine individuelle und angepasste Anwendung kann man natürlich auch empfehlen. Wenn nicht jeder Punkt auf den Patienten zutrifft, wenn der zum Beispiel verbal noch sagen kann, ich habe Schmerzen, dann kann man vielleicht den ein oder anderen Punkt ein bisschen vernachlässigen und so wirklich individuell schauen, wie gewährleiste ich das Assessment für meinen bestimmten Patienten am besten. Und vor allem, was ich auch empfehlen muss, ist die Forschung in der Praxis. In Österreich gibt es leider kaum Forschungsarbeiten, die solche Schmerzassessment-Instrumente untersuchen. Die Forschung, also meine Bachelorarbeit basiert auch hauptsächlich auf internationalen Studien. In Österreich habe ich leider kaum was finden können. Und vor allem langfristigere Forschungen. Wie entwickelt sich das wirklich? Man muss da mehrere Wochen sich wirklich mit den Patienten beschäftigen, damit man da wirklich ein gutes Schmerzmanagement gewährleisten kann. Und ja, damit bin ich auch schon am Ende und also ich ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne später noch zu mir kommen, ich bin ja noch ein bisschen da. Ja. Vielen herzlichen Dank. Wir haben jetzt zwei sehr interessante und umfangreiche Präsentationen gehört und ich möchte natürlich Ihnen auch die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Haben sich bis jetzt Fragen aufgetan an die beiden Referentinnen? Wenn dem nicht der Fall ist, es gibt ja auch später noch die Gelegenheit, Fragen zu stellen, dann dürfen wir fortsetzen mit dem dritten Referat des heutigen Nachmittags. Herr David Richter hat seine Bachelorarbeit über das Thema geschrieben, die Ansichten von Pflegepersonen gegenüber der Anwesenheit von Angehörigen während der Reanimation in Notaufnahmen und den benötigten Voraussetzungen. Ich bitte um Ihre Ausführungen.
Ja, auch ein wunderschönes Guten Tag meinerseits. Ich stelle mir kurz vor, David Richter mein Name. Ich habe, so wie die Frau Lamprecht eben auch, heute im Sommer mein Bachelorstudium an der FH Wien abgeschlossen und bin seit Anfang Oktober auf der chirurgischen Notaufnahme Universitätsklinikum Graz tätig. Passt auch zum Thema die Ansichten von Pflegepersonen gegenüber der Anwesenheit von Angehörigen bei Reanimationen in Notaufnahmen und den dazugehörigen eben Voraussetzungen. Und zwar, ich werde kurz berichten über die Pflegerelevanz dieses Themas, die Methodik der Arbeit, wie ist das Ganze vor sich gegangen, die Ergebnisse, eine kurze Diskussion, wo einfach die einzelnen Ergebnisse miteinander verglichen werden und schlussendlich ein Resümee. Zu Forschungsrelevanz, Hintergrund etc., warum diese Arbeit, eine CPR, auch Reanimation genannt, ist eine stressige Situation. Ich traue mich dazu behaupten, es ist, glaube ich, egal, ob es jetzt die erste oder die 20. oder die 100. ist. Ein leicht erhöhter Puls wird jeder von uns haben. Es ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer mehr der Fall gewesen, dass Angehörige mehr fordern. Angehörigen wollen bei der Verpflegung dabei sein, sie wollen immer dabei sein und bestehen auf mehr auf ihre Rechte. Es ist aufgefallen, dass im Laufe der Zeit die Angehörigen noch immer öfters verlangt haben, bei Reanimationen dabei zu sein. Man muss dazu gleich sagen, eine Tochter pflegt ihre Mutter die letzten 10 Jahre und es geht dem Ende hin, sie pflegt sie 24 Stunden am Tag und im allerletzten Moment, wenn die Mutter tatsächlich verstirbt und es kommt zu einer Reanimation, wird die Mutter rausgeschickt. Das ist, oder wird die Tochter rausgeschickt, logischerweise. Das ist schon eine Situation, die wir da antreffen, wo viele Leute sagen, okay, macht eigentlich keinen Sinn. Die Betreuung von Angehörigen ist gesetzlich verankert. Zur Anwesenheit von Angehörigen bei Reanimationen habe ich persönlich nichts finden können. Auch in den einzelnen Guidelines, die ich durchgeschaut habe, zumindest in der KGS, habe ich dazu nichts finden können. Als weiterer Hintergrund bzw. Begründung für eine Anwesenheit ist einmal, sind die Vorteile für die Angehörigen. Wie Sie sehen, Toronto und La Rocco ist ein Systematic Review aus dem Jahr 2019. Da wird beschrieben, dass es tatsächlich Vorteile gibt für Angehörigen, wenn sie dabei sind, wenn eine Reanimation stattfindet. Die große Frage dabei ist natürlich, wenn die Angehörigen dabei sind, wie geht es uns als Personal dabei? Damit bin ich zur folgenden Forschungsfrage gekommen. Welche Ansichten haben Pflegepersonen gegenüber der Anwesenheit von Angehörigen während Reanimationen in Notaufnahmen und den benötigten Voraussetzungen? Nachdem ich zu dieser Forschungsfrage gekommen bin, ist die Literaturrecherche angestanden. Die habe ich in 3 Datenbanken durchgeführt, und zwar in Sinal, PubMed und Google Scholar. Dazu habe ich passend zur Forschungsfrage die einzelnen Stichwörter mit den Synonymen erhoben. Die Synonyme aufgrund dessen, es gibt im Deutschen, würden mir jetzt auf die Schnelle allein schon 4 Synonyme für eine Reanimation einfallen. Reanimation, Herz-Lungen-Wiederbelebung, HLW, CPR etc. Wenn man dann zum Beispiel ein Wort nehmen würde, dann kann es sein, dass sehr viele passende Studien ausgeschlossen werden, nur weil dieses eine Wort nicht drinnen steckt. Nach Ende dieser Literatursuche kam ich auf 220 Ergebnisse. Die wurden dann anfangs eben von Titel und Abstract her gescreent, ob das passend war. Etwaige Ausschlusskriterien waren, ist es eine Intensivstation. Auf einer Intensivstation läuft eine Reanimation wieder ganz anders ab, sprich die Ansichten der Pflege werden anders sein. Ist die falsche Berufsgruppe gemeint? Es gibt auch sehr viele Studien zu den Ansichten der Ärzte etc. Schlussendlich wurde natürlich mehr als 15 Studien exkludiert. Es sind nämlich 24 Studien von mir zur Volltextanalyse herangezogen worden, da sind 15 exkludiert worden und schlussendlich 9 Studien sind in diese Arbeit inkludiert worden. Dazu gleich vorweg, diese 9 Studien sind in sehr unterschiedlichen Ländern durchgeführt worden, von Trinidad und Tobago zu Amerika, England und auch europäische allgemeine Studien. Wichtig dabei ist, in England hat das erste Mal, was ich gesehen habe, gesetzlich 1944 ist einmal verankert worden, es dürfen Angehörigen dabei sein. In Trinidad und Tobago steht das Ganze noch in den Kinderschuhen, da ist es erst seit ganz, ganz kurz relevant. Und zwar, die Ergebnisse, jede Person hat eine eigene Meinung, wenn man sehr viele Menschen zu ihrer Meinung befragt, kommen auch sehr viele Ergebnisse dabei raus. Wie gesagt, eine stressige Situation ist es. Viele Menschen fühlen sich, wenn sie jetzt beobachtet werden, zum Beispiel etwas nervöser als sonst.
Ist auch natürlich bei der Reanimation vor Angehörigen der Fall, dass es eben zu einer Zunahme von Stress kommt. Ich hätte zum Beispiel persönlich nie darauf gedacht, Angst vor juristischen Folgen zu haben. Ich werde aber von sehr vielen, wie Sie sehen, in sehr vielen Studien wird es beschrieben, dass wir als Pflege Angst haben, verklagt zu werden von den Angehörigen, wenn diese dabei sind. Pflege macht sich, wie Sie sehen, auch Gedanken über die Angehörigen dabei. Die behaupten, also die Pflegepersonen in den Studien, also viele Pflegepersonen haben behauptet, dass es ein traumatisierendes Erlebnis ist für die Angehörigen. Wie gesagt, bereits vorher erwähnt, es gibt das Systematic Review. Systematic Review ist eine Zusammenfassung von sehr vielen Studien zum Thema, wie es den Angehörigen dabei geht. Denen tut das im Allgemeinen gut. Sprich, dieses traumatisierende Erlebnis ist eine Ansicht der Pflege, wird jedoch von der Forschung endlich widerlegt. Körperliche Folgen bei Angehörigen werden ebenfalls beschrieben, Kollaps, Synkope etc., einfach aufgrund der Aufregung. Die bessere Akzeptanz und Verarbeitung für die Angehörige wird von sehr vielen Pflegepersonen beschrieben, damit ist einfach gemeint, wenn man dabei ist, bleibt kein Platz für etwaige Interpretation. Wenn ich die Tochter der Mutter jetzt da vorne vor die Tür hinstelle und dann sage, wir haben alles gemacht, was wir können, dann muss sie das glauben. Wenn sie dabei war, hat sie gesehen, was gemacht worden ist. Und aufgeführt wurde natürlich, also angeführt wurde, dass es keine Nachteile für Reanimationspatienten gegeben hat, die einen ROSC hatten. Weitere Ergebnisse waren Angehörige als Informationsquelle. Es wird zum Teil eine Person kollabiert auf der Straße, ist reanimationspflichtig, die Tochter ist dabei, die kann Informationen geben, hat die Mutter Vorerkrankungen, nimmt sie Medikamente etc. Auch eventuell gibt es zum Beispiel eine Patientenverfügung. Eine einschränkende Teamleistung wird, wie Sie sehen, in zwei Studien ist es beschrieben worden. In den anderen Studien war das teilweise, ist es nicht abgefragt worden. Die erschwerte Entscheidung trifft in diesem Fall eher den Ärzten. Es wird in dem Fall beschrieben, dass es einfach schwieriger ist zu sagen, ich belasse es, wir belassen es dabei, wir brechen die Reanimation ab, wenn Angehörige daneben stehen, als wenn die Angehörigen nicht dabei wären. Und auch eigentlich, wie gesagt, zu den benötigten Voraussetzungen, die größeren Räumlichkeiten. Ich glaube, jeder von uns war schon mal in einem Raum, Patientenraum, Behandlungsraum, die einfach sehr klein sind. Man denkt an 6 Bettenzimmer. Wenn da dann eine Reanimation stattfindet, ist das stressig, sind viele Personen, viele Gerätschaften da. Wenn dann die Angehörigen auch noch da sind, hat man irgendwann einfach einen Platzmangel. Zur Diskussion. Wie bereits erwähnt, es war sehr länderspezifisch, länderspezifische Unterschiede sind aufgefallen, beziehungsweise eben die Dauer der FPDR, das ist die Family Presence During Resuscitation, also die Angehörigen, also die Anwesenheit der Angehörigen, da waren einfach stark unterschiedliche Ergebnisse. Dazu muss erwähnt werden, dass in einem sehr großen Teil der Studien, das hat mich persönlich sehr gewundert, die Rekrutierung sehr mangelhaft war. Personen sind zu Phänomenen befragt worden, die sie selbst nicht erlebt haben. Es sind Pflegepersonen befragt worden, die haben noch nie vor Angehörigen reanimiert und sind befragt worden, wie das dann in etwa ist, wenn man das macht. Da muss man natürlich immer hinterfragen, wie aussagekräftig sind die Ergebnisse, wenn da 30% oder 40% der Befragten die Erfahrung selber nicht haben. Es hat auch Studien gegeben, also ich habe verschiedene Studien gehabt, verschiedene Typen, sowohl mit Fragebögen als auch Interviews. Bei den Interviews waren ausschließlich Personen dabei zum Beispiel, die tatsächlich die Erfahrung hatten. Und so eine Studie wirkt dann natürlich oder hat eine deutlich größere Aussagekraft als ein Fragebogen, wo 60% der Befragten das Phänomen selber nie erlebt haben. Zur Praxisempfehlung, größere Räumlichkeiten und größere Teams. Es ist von mehreren Pflegepersonen beschrieben worden, dass sie prinzipiell nichts dagegen haben, wenn jetzt eine Angehörige dabei ist. Jedoch, die meisten werden wissen, Reanimationen sind einfach etwas, das kann sehr traumatisierend rüberkommen, das kann sehr brutal wirken. Ich rede nur von intraossären Zugang, Thorax-Kompressionen, eventuell Thorax-Drainagen, je nachdem, was es für eine Reanimation ist. Wenn da ein Angehöriger daneben steht, der medizinisch komplett unerfahren ist, ist es traumatisierend. Die denken sich, die verletzen meine Angehörigen mehr, als dass sie ihnen helfen. Die größeren Teams aufgrund dessen, es wird in mehreren Studien empfohlen, dass man das Reanimationsteam um eine Person vergrößert und diese Person ist ausschließlich und damit wirklich ausschließlich für die Betreuung des Angehörigen da. Das Erklären von Vorgängen, das Beantworten von Fragen, aber auch das Beobachten des Angehörigen, geht es dem gut, braucht er was zum Trinken, kollabiert der Minute.
Nun zur Schlussfolgerung. Ja, es gibt Nachteile für das Reanimationsteam, Zunahme von Stress und Angst. Die befürchteten Nachteile für die Angehörigen, wie gesagt, Systematic Review 2019 sind widerlegt worden. Die bessere Verarbeitung für Angehörige wird auch von Studien beschrieben, dass es denen einfach besser geht, wenn sie dabei waren. Und wie gesagt, die größeren Teams und Räumlichkeiten sind eine Voraussetzung, für eine erfolgreiche Implementierung. Mir liegt das Thema halt auch persönlich sehr am Herzen, weil ich es einfach sehr wichtig finde, dass wir die Angehörigen so gut wie möglich betreuen. Und ich glaube, das ist einfach ein sehr traumatisierendes Erlebnis, die Reanimation an sich, aber ich glaube, dass das Dabeisein den Angehörigen eigentlich nur gut tut. Das war es auch schon von meiner Seite. Ich stehe Ihnen entweder jetzt oder nachher im Anschluss gerne für Fragen zur Verfügung und darf mich recht herzlich für die Anwesenheit und Aufmerksamkeit bedanken. Dankeschön. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, meine werten Kolleginnen und Kollegen. Mein Name ist Evelyn Schleuer und ich arbeite im LKA Graz 2, tun wir das oder? Im Standort West in der Notaufnahme. Und ich habe heute die Ehre, meine Bachelorarbeit Ihnen näher zu bringen. Und zwar diese lautet der Titel, eine Übersichtsarbeit über die Beeinflussung der psychoemotionalen Entwicklung bei Brustkrebspatientinnen und Patienten durch die Anwendung von Telenursing nach vollendeter Therapie. Und zwar der Hintergrund der Thematik: Brustkrebs ist einer der häufigsten Tumorarten, die Frauen betreffen. Nichtsdestotrotz ist es für jede Patientin und für jeden Patienten ein sehr schwerwiegendes und einschneidendes Erlebnis, welches das Leben natürlich verändert. Das Auseinandersetzen mit vermeintlichen psychischen wie auch physischen Veränderungen weckt Verzweiflung und Angst in den jeweiligen Patienten und Patientinnen. Demzufolge ist eine Entwicklung von Angstzuständen und Depressionen nicht auszuschließen. Brustkrebs ist eine Erkrankung mit sehr verschiedenen Gesichtern. Es gibt nicht die eine adäquate Therapie, welche bei jedem zu behandelnden Patienten zutrifft. Durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit wird durch individuelle Therapien und Behandlungen eben die eine entworfen für den jeweiligen Patienten und für die jeweilige Patientin. Auch dieser Aspekt muss nach der vollendeten Therapie weiter aufrechterhalten bleiben. Demzufolge ist die Nachsorgebetreuung eine fundamentale Intervention unseres Berufsbildes. Aufgrund der ständigen digitalisierenden Entwicklung, auch im Setting der Gesundheits- und Krankenpflege, ergeben sich neue Handlungsfelder in der Betreuung oder in der Unterstützung von Brustkrebspatientinnen und Patienten. Telenursing beschreibt eine effiziente und effektive Möglichkeit, mit dem Patienten außerhalb des Krankenhauses in Kontakt treten zu können, ohne jeweiligen persönlichen Kontakt. Also ich kann wirklich sagen, okay, passt, ich rufe Sie dreimal in der Woche an und frage Ihnen über Ihr Befinden aus oder was auch immer. Ja. Demzufolge kann man eben früher Komplikationen, Risiken, Faktoren eines schwerwiegenden Problems erkennen und dann Maßnahmen demzufolge setzen. Es ist eine zukünftige Innovation, welches auch das Bundesministerium thematisiert und auch prophezeit. Demzufolge lautet meine Forschungsfrage: Wie wirkt sich Telenursing in der Nachsorgebetreuung bei Brustkrebspatientinnen und Patienten in Hinsicht auf die psychisch-emotionale Entwicklung aus? Mein Forschungsziel ist eben bei der strukturierten Übersichtsarbeit, diese soll veranschaulichen, ob psychisch-emotionale Veränderungen durch Telekommunikationsmaßnahmen anhand des Gesundheits- und Krankenpflegepersonals bei Patientinnen und Patienten mit der Diagnose Brustkrebs in der Nachsorgebetreuung eine Wirkung darstellen. Kurz zum methodischen Vorgehen. Die Literaturrecherche für den Hintergrund wurde mit Fachlektüren des Brustkrebszentrums des LKH Graz 2 durchgeführt, eben liegt Standort West.
und valide Leitfäden aus der Schweiz, Deutschland und Österreich, also Brustkrebshilfe aus Österreich und Brustkrebshilfe aus der Schweiz. Meine Studien wurden in den Datenbanken CINAHL, Cochrane Library, PubMed Central und Google Scholar durchgeführt. Es wurden zum Schluss eben 8 Studien in meine Bachelorarbeit inkludiert, welche dann diskutiert wurden und reflektiert wurden durch die Ergebnisse. Natürlich vorhinein das Screening mit dem Titel Abstract und Volltext Screening. Das ist wie wenn man eine Zeitung liest, man sieht die Überschrift, okay, das interessiert mich, ich lese mir den kleinen Text unten durch, passt, schaue ich mir weiter an und wenn mir der gefällt, hey, ich schaue mir den ganzen Bericht in der Zeitung an. So in dem Sinn ist die Reihenfolge für eine Studiensuche. Die Ein- und Ausschlusskriterien ganz kurz zu definieren. Es wurden nur deutsch- und englischsprachige Literaturen herangezogen. Die Publikation für die Studien war im Zeitraum von 2009 bis 2019. Nur Brustkrebspatientinnen, nur in der Nachsorgekontrolle, das heißt nicht während der Therapie, es wurde nicht während der Therapie das Telefonat geführt, sondern wirklich, wenn die Therapie abgeschlossen wurde, wurde das Telefonat durchgeführt. Dann das Entgegenwirken von Depressionen und Ängsten und die Patienten waren in ihrem Zuhause, also in ihrem gewohnten Umfeld. Ausgeschlossen wurde die Kinder- und Jugendheilkunde eben während der Therapie, wenn keine Telekommunikation irgendwie vorhanden war oder anderweitige Krebsdiagnosen, also wirklich nur über Brustkrebs. Dann kurz zu den Studienergebnissen. Es wurden eben 8 Studien inkludiert, 7 davon waren quantitativ, 1 Studie davon war qualitativ. Quantitativ bedeutet einfach nur, dass mit rechnerischen Perspektiven und mit qualifizierten Assessment-Instrumenten gearbeitet wurde, wo man eine gewisse Punkteanzahl definiert hat, diese dann aussagt, okay, es hat eine Wirkung, das anzuwenden oder es hat keine Wirkung. Eine qualitative Studie beschreibt einfach nur, ich führe mit dem Patienten oder mit der Patientin ein Gespräch und zeichne das mit auditiven Sachen auf oder ich schreibe mir das auf. Also das ist einfach so nur kurz zur Information. Die Publikation in den gesamten Studien erstreckte sich von 24 bis 1764 Patientinnen und Patienten. Und in jeder Studie, also in den ganzen 8 Studien, wurde aufgezeigt, dass es einen Effekt hat, eine telefonische Kontaktaufnahme in der Nachsorgebetreuung durch eine diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin, diese das dann durchführt bei Patientinnen und Patienten mit Brustkrebs, dass das eben einen Effekt aufweist. Ja. Die Ergebnisse. Es wurden in den Studien natürlich Männer und Frauen berücksichtigt, also Brustkrebs ist nicht nur bei Frauen eben ein relevantes Thema, auch bei Männern, deswegen sind Männer und Frauen inkludiert gewesen. Die Auswirkungen auf das Zustandsbild Angst und Depression war im Fokus, also es war immer verschieden. 4 Studien hatten den Fokus auf den Zustandsbild Angst und 4 Studien auf die Entwicklung von Depression oder das Zustandsbild der Depression. Es wurden verschiedenste Assessment-Tools verwendet, ob das jetzt die Spielberger Angstskala war oder die allgemeine Depressionsskala. Und jede Kontaktaufnahme, und das ist das Ausschlaggebende, wurde von der diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerin durchgeführt. Ja, und die verschiedensten Intervalle, ob das jetzt noch in der Nachsorgebetreuung noch im 3. Monat erst stattgefunden hat oder noch 1 Woche oder noch 6 Monate, es sind verschiedene Intervalle beschrieben worden, aber nichtsdestotrotz beschreibt es einfach einen Effekt, wenn die Kontaktaufnahme von uns ausgeht. Gut, dann kommen wir schon zur Schlussfolgerung. Also die Durchführung von Telekonsultationen liegt in Anbetracht aller zukünftigen Systemplanungen. Demzufolge ist die Implementierung von Telenursing in der Nachsorgebetreuung eine vorausschauende Betrachtung und Darbietung des zukünftigen Gesundheitswesens. Auch die ganzheitliche Betrachtung jedes Patienten und jeder Patientin ist ausschlaggebend. Und dadurch kann man das Ausbleiben von emotionalen und psychischen Konflikten nach dem Therapieende entgegensteuern. Forschungsbedarf ist natürlich in dem Bereich gegeben, da es eben den Fachbereich der Psychoonkologie gibt. Aber wäre es in diesen Situationen schon als Psychologe aufrufbar? Natürlich kann man Termine und Gleittermine vereinbaren, aber das diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonal steht im engsten Kontakt mit den betroffenen Patienten und Patientinnen. Ob das jetzt ein rezidivierender Brustkrebs ist oder
schon länger in Betreuung. Wir sind die Ansprechpersonen, wir haben das Know-how oder den Hintergrund von diesem Patienten und dieser Patientin. Wir wissen den familiären Kontext und demnach sollte man in diesem Bereich, vor allem im Gesundheits- und Krankenpflegebereich, die Durchführung von Mixed-Method-Studien machen. Mixed-Method sind einfach die Mischung zwischen quantitativen und qualitativen Studien, dass man einen Zahlenwert hat, dass man diese berechnet hat und auch gleichzeitig mit Fragebögen arbeitet oder mit Aufnahmen, diese das Ganze dann noch unterstreichen. Also ja, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wenn jemand Interesse hat an meiner Bachelorarbeit, kann dieser mich gerne kontaktieren. Es ist ein sehr interessantes Implementierungsmodell beschrieben für Primärversorgungszentren. Dann sage ich Dankeschön und einen schönen Tag noch. Vielen herzlichen Dank, weil es gerade auch angesprochen wurde. Sie haben sicher schon bemerkt, dass auf Ihren zugewiesenen Sitzplätzen auch kleine Broschüren liegen. Darin finden Sie die Abstracts von diesen und anderen Abschlussarbeiten, die wir Ihnen natürlich gern zur Verfügung stellen wollen. Wir haben jetzt wieder zwei umfangreiche Präsentationen gehört. Haben sich in der Zwischenzeit vielleicht Fragen ergeben? Wenn dem nicht der Fall ist, kommen wir zum krönenden Abschluss des heutigen Nachmittags. Frau Stefanie Schinnerl hat ihre Bachelorarbeit über Barrieren der Anwendung von evidenzbasiertem Wissen in der Pflegepraxis im Setting Hauskrankenpflege geschrieben. Bitte um Ihre Ausführungen. Vielleicht kommt noch was. Hallo, dann stelle ich mich mal vor, ich bin die Stefanie Schinnerl, habe bereits letztes Jahr, also September 2019, meinen Bachelor an der Fachhochschule Joanneum absolviert und in diesem Rahmen zwei Bachelorarbeiten verfasst und eine davon darf ich Ihnen heute vorstellen. Und zwar unter dem Titel Barrieren der Anwendung von evidenzbasiertem Wissen in der Pflegepraxis im Setting Hauskrankenpflege. Genau. Ich bin mir sicher, ziemlich jeder von uns hat mal den Begriff Evidence-Based Nursing gehört oder ist auch mit dem evidenzbasierten Wissen und der Umsetzung in der Pflegepraxis schon ein bisschen in Kontakt getreten. Trotzdem möchte ich nochmal kurz wiederholen, was ist die evidenzbasierte Pflegepraxis und wieso ist es so wichtig, dass wir evidenzbasierte Pflegepraxis betreiben. Genau, kurz im Überblick einmal, evidenzbasierte Pflegepraxis ist eigentlich aus dem Englischen übernommen und bedeutet so viel wie auf Beweisen basierende Pflege. Das heißt so viel, wir versuchen einfach die Beweise aus der Wissenschaft zu nehmen, um die Pflegepraxis noch ein bisschen zu verbessern sozusagen. Man nimmt also die besten Forschungsergebnisse und versucht sie in die Pflegepraxis zu integrieren und umzusetzen. Aber warum ist es jetzt eigentlich so wichtig, dass wir evidenzbasierte Pflegepraxis betreiben? Ja, in der letzten Zeit hat sich die Anforderung an das Pflegepersonal verändert. Auch wir sind aufgefordert, unser pflegerisches Handeln, unsere pflegerischen Entscheidungen mit Argumenten belegen zu können. Das bedeutet aber nicht nur, dass wir es mit Argumenten belegen können, sondern auch hinterfragen. Ist die Pflegehandlung, die wir betreiben, richtig? Kann man was besser machen? Kann ich was ändern?
Wie machen Sie das in anderen Einrichtungen, in anderen Ländern? Und dazu muss ich einfach schauen, wie ist die Forschungsfrage und einfach hinterfragen, ob die Tätigkeiten, die ich mache, immer noch so am aktuellsten Stand sind. Durch eben die Implementierung von Forschungsergebnissen in die Pflegepraxis kann somit eben die Pflegequalität enorm erhöht werden und außerdem auch die Patientinnen- und Patientenergebnisse verbessert werden. In meiner Bachelorarbeit habe ich mich eben speziell auf ein Setting konzentriert, und zwar das Setting der Hauskrankenpflege. Gerade in der Hauskrankenpflege stehen die Gesundheits- und Krankenpflegepersonen vor speziellen Herausforderungen. Sie betreuen oft eine ziemlich breite Masse an unterschiedlichsten Patienten, von Diabetikern, die einfach insulinpflichtig sind, über chronische Wunden, die sie zweimal in der Woche verbinden müssen, und damit einhergeht auch, dass sie eben ein breites Fachwissen mitbringen müssen, weil sie müssen ja über jedes Krankheitsbild Bescheid wissen, um eben die richtige Pflege umzusetzen. Außerdem ist in der Hauskrankenpflege die nächste Herausforderung, dass oft nur eine kurze Zeit bleibt, um Patientinnen und Patienten zu betreuen. Und in dieser kurzen Zeit wäre es aber auch notwendig, oder ist es notwendig, dass die Pflege immer noch qualitativ hochwertig bleibt. Ja, da kommen wir schon zur Problemstellung. Und zwar ist es notwendig, Forschungsarbeit einzubinden, damit die Pflegepraxis einfach wirksam bleibt. Leider ist es nur ein geringer Teil, oder wird es bis jetzt nur zu einem geringen Teil umgesetzt. Und deshalb wollte ich mir einfach anschauen, warum passiert das eigentlich nicht? Also ich habe mir überlegt, okay, es passiert kaum, aber was sind eigentlich die Gründe dafür, dass es nicht passiert? Es muss ja irgendwelche Gründe geben, warum es keiner macht, warum es keiner umsetzt. Was ist so schwer daran? Natürlich weiß ich, es ist schwer daran, aber ich wollte einfach, es ist schwer, aber ich wollte herausfinden, was macht es so schwer. Dadurch bin ich ja zu meiner Forschungsfrage gekommen, und zwar: Welche Barrieren erschweren die Anwendung von evidenzbasierter Pflege im Setting Hauskrankenpflege? Um meine Forschungsfrage zu beantworten, habe ich eine systematische Literaturrecherche durchgeführt und mir zuerst einmal überlegt, welche Studien möchte ich überhaupt einschließen, nach was suche ich überhaupt. Ich habe dann letztendlich nach Studien gesucht, die eben genau Barrieren behandeln, die die Anwendung der evidenzbasierten Pflegepraxis erschweren und außerdem die Barrieren erschweren. Außerdem habe ich Studien gesucht, die in englischer oder deutscher Sprache verfasst worden sind und nicht älter als 10 Jahre waren, um eben die Aktualität meiner Beantwortung zu gewährleisten. Dann habe ich eben nach passenden Suchbegriffen und Synonymen dafür gesucht, um die bestmöglichen Antworten auf meine Frage zu finden. Ja, am Anfang bin ich mit 404 Studien dagestanden sozusagen, und nach einem genauen Screening, das die Kollegin davor eh schon relativ gut beschrieben hat, bin ich dann auf 9 Studien gekommen, die ich auf ihre Eignung noch näher, also auf die Qualität näher geprüft habe. Mittels passender Fragebögen habe ich eben geschaut, wie ist die Qualität der Studien, kann man überhaupt glauben, was da drin steht, ist das gut verwendbar? Und dann habe ich letztendlich 8 Studien eingeschlossen, um eben meine Forschungsfrage zu beantworten. Ja, was kann man jetzt letztendlich sagen? Wie kann man das zusammenfassen? Was sind die Barrieren? Warum ist es so schwer? Ich bin eben zum Ergebnis gekommen, dass es unzählige Barrieren gibt, wenn Gesundheits- und Krankenpflegepersonen versuchen, die Evidenz in die Pflegepraxis umzusetzen. Die Gesundheits- und Krankenpflegepersonen im Setting Hauskrankenpflege haben unter anderem in Fragebögen, aber auch in qualitativen Interviews geantwortet, dass sie einfach keine Zeit haben. Es reicht die Zeit einfach nicht. Die Zeit beim Patienten ist oft schon so knapp, dann soll man noch die Pflegeplanung machen oder irgendwas dokumentieren. Und da gibt es einfach keine Zeit, um noch nach Forschungsergebnissen zu versuchen, beziehungsweise überhaupt die Pflegehandlungen zu hinterfragen. Ein anderer Grund war eben die Ressourcen und der Zugang zu notwendiger Literatur.
Da muss man natürlich dazu sagen, die Studien, die ich inkludiert habe, waren in unterschiedlichsten Ländern, sind in unterschiedlichsten Ländern durchgeführt worden, mit natürlich unterschiedlichsten Standards. Da ist natürlich auch reingefallen, dass manche Pflegepersonen gar keinen Zugang zu Internet und auch keinen Zugang zu einem Computer überhaupt hatten oder wenn dann einen weiten Weg auf sich nehmen hätten müssen, um zu diesem Zugang zu kommen. Aber unter anderem zählt da auch, dass die Gesundheits- und Krankenpflegepersonen den Zugang zu den notwendigen Datenbanken nicht hatten, keinen Zugang zu Bibliotheken zum Beispiel auch. Ein anderer wichtiger Punkt war, dass die Gesundheits- und Krankenpflegepersonen in den Studien angegeben haben, dass sie gar nicht wissen, wie man mit dem evidenzbasierten Wissen umgeht, wie man es findet, wie suche ich überhaupt richtig danach, woher weiß ich, dass das Gesuchte dann auch das Richtige ist und noch viel wichtiger, wie kann ich es dann so umwandeln, dass es auch für die Pflegepraxis nützlich ist. Der nächste Punkt war eben das Glaube und Vertrauen in die Evidenz. Die Gesundheits- und Krankenpflegepersonen haben unter anderem auch angegeben, dass sie nicht glauben, dass die Inkludierung von Forschungsergebnissen in die Praxis die Pflegehandlungen wirklich noch verbessern könnte. Der nächste Punkt war eben damit zusammenhängend vermutlich auch ein nicht vorhandenes oder kleines Engagement, nur evidenzbasiertes Wissen anzuwenden. Und ein sehr wichtiger Punkt ist auch die Organisations- und Unternehmensstrukturen, da die Gesundheits- und Krankenpflegepersonen angegeben haben, dass es schwierig ist, Evidenz überhaupt umzusetzen, weil es mit komplizierten Anträgen verbunden ist und es sehr zeitaufwendig ist. Außerdem waren oft innerhalb des Unternehmens auch widersprüchliche Ansichten hinsichtlich der Evidenz. Das heißt, die Pflegeleitung hat vielleicht gesagt, ja, evidenzbasierte Pflegepraxis, und die Stationsleitung wollte aber davon gar nichts wissen und das hat es dann sehr kompliziert gemacht. Ja, schlussendlich kann ich drei Punkte dazu sagen. Es ist notwendig im Setting Hauskrankenpflege, aber vermutlich auch in jedem anderen Setting auch, dass die Pflegepersonen die geeigneten Infrastrukturen bekommen, der Arbeitgeber sie dabei unterstützt und eben, dass das Wissen über die Evidenz und die Anwendung gestärkt wird. Das heißt, dass auch der Arbeitgeber den Gesundheits- und Krankenpflegepersonen ermöglicht, dass sie Schulungen besuchen können oder eben gefördert werden. Vielleicht kann man auch eine Gesundheits- und Krankenpflegeperson bereitstellen, die die Zuständigen in der Hauskrankenpflege beim Prozess unterstützt und ihnen überhaupt mal zeigt, wie finde ich Studien, wie lese ich sie, woher filtere ich das Wichtigste heraus und wie wandle ich es dann um. Natürlich muss dann noch jetzt dazu gesagt werden am Ende, dass ich keine Studien aus Österreich gefunden habe. Deshalb wäre der Forschungsbedarf in Österreich sehr groß, dass man einfach erhebt, wie ist die Lage jetzt eigentlich in Österreich in der Hauskrankenpflege. Und die Qualität der Studien, das hat die Bewertung mit den Bewertungsbögen ergeben, war auch nicht immer ideal, aber da sie wichtig waren für die Beantwortung meiner Forschungsfrage, habe ich sie trotzdem inkludiert. Ja, das war schon zu meinem Thema und ich stehe nachher gern für Fragen bereit. Ja, vielen herzlichen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben jetzt im Plenum die letzte Gelegenheit, Fragen zu stellen. Wenn Sie auf so die letzten 1,5 Stunden zurückschauen, ist Ihnen was besonders wichtig gewesen, was Sie hier noch zur Diskussion stellen wollen? Bitte, bitte. Aber ein ganz herzliches Dankeschön an unsere Absolventinnen und Absolventen. Es macht auch immer sehr stolz, wenn man dann sowas präsentiert kriegt, muss ich wirklich sagen, sehr gut. Die meisten haben ja doch das erste Mal, glaube ich, vor einem größeren Rahmen präsentiert und es ist ganz toll, wenn Sie die Gelegenheit dazu auch nutzen. Wir haben als Bedingung für die Bachelorarbeit auch noch ein Kapitel, was am Ende drankommt, und zwar das ist das Kapitel der Implementation in die Praxis. Das war uns immer ganz wichtig, dass so eine Bachelorarbeit nicht nur am Papier entsteht, sondern dass sich die Studierenden am Ende auch überlegen, was kann ich damit machen? Also sie suchen sich ein Setting aus und suchen ein Modell und versuchen dann, dieses Thema wirklich in die Praxis zu implementieren. Und gerade bei diesem Thema hat man wirklich bemerkt,
wie Sie das kritisch beleuchten, und es sind wirklich ganz, ganz tolle Ideen daraus gekommen, haben wir heute eben im Zuge einfach auch der Länge kürzen müssen. Aber einfach nur für Sie als Info, dass man weiß, was passiert da. Es ist jetzt nur nicht die Bachelorarbeit, sondern es ist da wirklich ein essentielles Kapitel, was danach noch kommt, wo man auch vielleicht hofft, dass später mal, wenn Sie dann in der Praxis arbeiten, es vielleicht auch mal benutzen können. Das von mir noch mal kurz zur Info, und vielleicht können wir auch so ein Symposium in Zukunft nützen, dass Fragen aus der Praxis kommen, die dann unsere Studierende bearbeiten. Weil ich denke mir, das wäre dann so ein bisschen der Gipfel dieser Vernetzung, wenn man sagt, jetzt suchen Sie sich das selber aus, aber wenn man einen großen Pool hat an Fragen, die ihr in der Praxis vielleicht auch immer wieder stellen könnt, und das könnten dann auch natürlich Studierende bearbeiten, dann kommt man sich da, glaube ich, auch noch ein bisschen näher. Wollte ich nur noch einmal kurz anmerken. Dankeschön. Bitte, Frau Lange-Sommer. Nicht, weil ich was sagen möchte, sondern weil ich Danke sagen möchte. Ich gehöre zu jener Gruppe, über die Sie gesprochen haben. Bedanke mich dafür, für das, was gelehrt wird. Auf der einen Seite Herr Joanneum, auf der anderen Seite auch dem Veranstalter, weil es gut ist. Und ich habe viel gelernt in diesen 1,5 Stunden. Ich bin Vorsitzende von Hospiz und Palliativ Österreich. Wir beschäftigen uns auch mit Hauskrankenpflege, mit Pflegebegleitung und vielem mehr. Und ich sage immer wieder dazu, nach der Pflege kommt etwas, das ist Hospiz und Palliativ. Auch das ist angeklungen. Was mich aber beruhigt, und dafür möchte ich Ihnen danken, dass junge Menschen engagiert sich hinstellen und sagen, ich bereite mich vor und ich gebe auch anderen mein Wissen weiter. Tun Sie so weiter, so ist mir um dieses Österreich nicht bang, wenn es auch noch nicht geforscht hat. Es wird werden und ich werde mithelfen, dass es passiert. Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Dann bleibt mir von meiner Seite nur noch, mich noch einmal herzlich zu bedanken, dass Sie unsere Einladung angenommen haben, dieser Kooperationsveranstaltung mitzuwirken. Ich darf Sie noch einladen, wenn Sie mit Abstand und geordnet über die hintere Seite den Festsaal verlassen, da haben Sie die Gelegenheit, auch bildlich an einigen Abschlussarbeiten vorbeizugehen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in ähnlicher Zusammensetzung in Zukunft hier wiedersehen, und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Danke vielmals. Thank you.